So Leute, es hat nicht lange gedauert und da ist der Hängegleiter. Ich habe ihn dann zusammen mit Luca gemacht, dann noch mit einem Random Player, noch ein Random Player, der eine ist gestorben. Aber wir haben es dann ganz easy zusammen geschafft. Luca ist auch gerade im Discord, darf's mal Hallo sagen. Hallo? Hallo? Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt sagt er nichts. Und wie gesagt, Leute, es ist wirklich nicht leicht. Das Problem ist, wir haben uns halt über den Discord abgesprochen, weil wir sind zwar zusammen in die Runde reingegangen. Das Problem an der ganzen Geschichte war aber, dass du in-game nicht zusammen reden kannst. Ihr könnt erst miteinander reden, wenn ihr quasi, ja wie soll ich das sagen, bis ihr euch gefunden habt. Aber das Finden ist nicht. Das Problem ist halt einfach beim Finden, du weißt ja nicht, wo der andere ist. Wenn ihr nicht irgendwie die Möglichkeit habt, über eine andere Plattform euch miteinander zu reden, wird die Nummer echt verdammt schwer. Also da haben die PlayStation-Spieler schon einen Vorteil mit ihrer Lobby im Prinzip, dass sie ihren eigenen Sprachchat machen können. Wir PC-Spieler haben natürlich einen Vorteil, wir können über Discord machen, aber die meisten kennen sich wahrscheinlich nur in-game, aber nicht über Discord. Dann, ja, die Switch-Spieler haben ganz verloren, Handyspieler sowieso. Ja, auch über Discord. Ja, mit Discord geht ja. Ja, klar, ja, stimmt, die können alle, ja, rein theoretisch, wenn sie über Discord reden, über Handy, ist das Ganze möglich. Aber wie ihr seht, ich habe es dann mit Luca zusammen im ersten Versuch vom PvP-Modus geschafft. Mal gerade hier nicht öffentlich machen, nicht, dass hier irgendein Dulli reinrennt. So, dann gucken wir uns den Kleider nochmal gerade hier an. Ich hoffe halt, die meisten von euch werden natürlich das Problem haben, dass sie es einfach nicht hinkriegen. Weil ich sage ganz ehrlich, es ist mit der schwerste LTM, den wir bis jetzt hatten. Also, wenn ihr kein Teammitglied habt, mit dem ihr euch verständigen könnt, wird es echt schwierig. Weil auch der andere, der konnte zwar Englisch, aber auch das war schon grenzwertig. So, gerade mal einen Schluck getrunken. So, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem weiterhelfen, wenn ihr das Video gesehen habt, aber nicht wisst, was ihr machen müsst. Kommt einfach nochmal auf das Video davor zurück, wo ich einfach nochmal die ganzen Informationen raushaue. Hier wollte ich einfach nur zeigen, dass es machbar ist. Und denkt dran, ein wichtiger Tipp noch, achtet auf den Spielmodus. Denn hier bei PvP-Team bekommt ihr den Hängegleiter und bei PvE-Team bekommt ihr nur den Ladebildschirm. Deshalb habe ich diesmal auch nur den Hängegleiter bekommen. Achtet da wirklich drauf, weil ich sehe es, 12 Leute spielen gerade den PvE-Kram. Und ich wette, die 12 Leute wollen nicht den Ladebildschirm, die wollen den Gleiter. Und Luca hatte eben leider das Pech, er hat Team gespielt, hat die Runde gewonnen, hat aber nichts bekommen. Auch den Ladebildschirm. Ach ja, den Ladebildschirm hast du bekommen. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. In dem Sinne würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal essen und euch viel Spaß beim Zocken. Ich weiß, es wird schwierig, aber bleibt einfach am Ball und haut rein. Ach so, und Like und Abo nicht vergessen, also jetzt haut rein.